Am 11. August traf sich die TT-Wanderkapp-Familie in Kitzbühel. Ausgangspunkt der Route ist die Talstation der Fleckalmbahn in Kirchberg. Mit der Gondelbahn geht es flott drauf zur Bergstation auf stattliche 1800 Meter. Heute ist die Familienroute sowie die Expertenroute dieselbe. Gemütlich geht es bei perfektem Wanderwetter über Hochbrunn zum Pengelstein. Einen besonderen Nervenkitzel verspricht die 3S, die Dreiseilumlaufbahn. Sie bringt uns mit ihren 3,7 Kilometern Länge zur Bergstation Talsenhöhe. Über den Saukasergraben schwebt die Gondel 400 Meter über den Talboden, ein Erlebnis der besonderen Art. Auf der Talsenhöhe angekommen, gibt es die erste Stärkung und Musik. Ja, das ist ganz toll. Nicht? Die 3S-Bahn verbindet da das tolle Skigebiet Hanenkamp-Bengelstein mit dem Jochberg-Resterhöhe. Und wenn man das im Sommer zeigen kann, es ist natürlich ein Naturerlebnis und zum Wandern auch herrlich. Und wir sind froh, dass heute so viele Gäste bei uns sind. Man kann jetzt schon sagen, dass auch dieses Jahr die TT-Wandercup-Serie ein voller Erfolg ist. Richtig, wir machen jetzt das zum 14. Mal zusammen mit dem Jörg Trinkwalder und seinem Team von Alpivenz. Und das ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Wir werden bald die 200.000 Teilnehmergrenze knacken und das sagt schon vieles aus. Hier auf der Jochberger Seite wird wieder gebaut. Ja, das ist richtig. Wir errichten in Jochberg eine 10er Einseilumlaufbahn mit Sitzheizung und Direktantrieb. Das ist der letzte Stand der Seilbahntechnik. Höchste Komfort mit Zwischenstation, das ersetzt einen Doppelsessellift und einen in die Jahre gekommenen Schlepplift. Und das ist für uns ganz wichtig. Damit können wir noch eine effizientere Zubringung in das Gebiet Jochberg-Resterhöhe unseren Gästen anbieten. Und bei uns geht es nun weiter über die Jagerwurzhütte zur Bruckeralm und über die Wagstätter Alm nach Jochberg. Beim abschließenden Familienfest ist für das leibliche Wohl gesorgt und für die musikalische Umrahmung sorgen wie gewohnt Musikgruppen von Alp-Events. Wir haben gestern das traditionelle Schützenfest in Jochberg gehabt und jetzt ist die T-Wandercup-Fest und das passt sehr gut alles zusammen hier in Jochberg. Es waren sehr viele Leute von auswärts da und die haben vor allen Dingen auch unser Skigebiet kennengelernt und die kommen sicher dann wieder zum Skifahren her. Am 18. August trifft sich dann die Wandercup-Familie wieder in Umhausen. Der TT-Wandercup 2013 wird Ihnen präsentiert von...